Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Wohltäterinnen und Wohltäter. Wir erleben hier heute Abend in vielfacher Hinsicht etwas Bemerkenswertes. Ein exquisites Buffet, schöne Frauen und ein großer Wein einer alten Kulturlandschaft, zusammengeführt in einer festlichen Ballatmosphäre, die wir ja nicht zuletzt auch der sorgfältigen Auswahl der Gäste verdanken. Wo gibt es so etwas heutzutage noch, meine Damen und Herren? Und wem verdanken wir dieses kulturelle Kleinod? Es lohnt sich, dieser Frage kurz nachzugehen. Auf den ersten Blick ist es ja ein scheinbarer Missstand, der diesen glanzvollen Abend hervorbringt. Beim millionenteuren Bau der neuen Kinderklinik fehlen uns ein paar 10.000 Mark für die kindgerechte Ausstattung. Professor Schwenk, der gerade eben gesprochen hat, hat uns den unmittelbaren Anlass ja dargestellt. Lassen Sie uns noch für einen Moment der Frage folgen, weshalb derartige Ereignisse wie der heutige Wohltätigkeitsball so selten geworden sind. Es hat ja zu allen Zeiten große Bälle gegeben. Ich erinnere an die großen Bälle der Burschenschaften, der Logen, der Rotarier und der Lions Clubs, die wesentlich der Unterstützung und Förderung des männlichen akademischen Nachwuchs gedient haben. Auch die Stahlindustrie hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den schweren Zeiten der Weimarer Republik, in der Krisenzeit der 70er Jahre auch, die Schwerindustrie hat immer den notleidenden und bedrängten Parteien Unterstützung zukommen lassen. Gänzlich unvergessen aber, das soll nicht unerwähnt bleiben, die Hilfe im Kleinen, die unzähligen Feste und die Basare rühriger Bürgersfrauen, die sich die Finger wund strickten für die wärmende Winterkleidung der einfachen Soldaten, die zum Wohle des aufsteigenden Bürgertums ins Feld zogen. Natürlich brauchen wir heute keine Pulswärmer mehr für die Infanterie zu stricken. Und ein Ball wie dieser heute Abend mit einer Spendensumme von 20.000 bis 30.000 Mark, da könnte gerade mal den Sitzgurt vom Schleudersitz eines neuen Abfangjägers unserer Luftwaffe finanzieren. Fraglich ist natürlich auch, ob die von uns so beschenkten Kampfflieger die Spende auch mit einem dankbaren Leuchten aus ihren dunklen Kinderaugen und einer kleinen Flugvorführung mit dem neuen Spielzeug vergelten würden. In diesem Bereich ist also aus gutem Grund die Gemeinschaft aller Steuerzahler notwendig und es sei anerkennend hinzugeführt, sie wird in diesem Bereich ihrer Aufgabe ja auch gerecht. Aber wenn man oben den wehrhaften Arm des Volkskörpers mit der finanziellen Decke wärmt, werden unten die Füße kalt. Die Decke fehlt an der Basis des Gemeinwesens. Auch hier gibt es jedoch Grenzen des für die Spendenbereitschaft so sehr wichtigen guten Geschmacks. Stellen Sie sich vor, die oben genannte Summe fehlt im benachbarten Etat. Beim Dienstwagen des Landrats reicht es nicht für einen Mercedes S-Klasse. Der Landrat wäre gezwungen, einen nur mit dem unbedingt erforderlichen ausgestatteten Opel oder VW fahren zu lassen, mit allen schädlichen Konsequenzen für seine psychische Entwicklung. Ein Wohltätigkeitsball mit Tanzeinlage seiner Schreibkräfte und Tombola des Personalrats wäre kaum denkbar und das Spendenaufkommen wahrscheinlich auch eher gering. Der adäquate Platz für Wohltätigkeitsveranstaltungen ist deshalb ohne Zweifel der soziale Bereich. Nur hier ist eine finanzielle Lücke sinnvoll und trifft auch auf das schlummernde Bedürfnis potenzieller Spender. Und noch ein anderer, sehr wichtiger Aspekt, wie ich finde, soll hier heute Abend erwähnt werden, meine Damen und Herren. Wir dürfen nicht nur einseitig den Nutzen der Spende für die Beschenkten sehen, sondern auch den Output für den Spender. Professor Schwenk hat in seinem Einladungsschreiben zu Recht auf das in den USA sehr viel weiter verbreitete und bewährte System privater Spenden- und Welfare-Veranstaltungen hingewiesen, die heute ein wichtiger, ein unverzichtbarer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens höherer Schichten in den USA geworden ist. Wie groß der allseitige Nutzen daraus ist, belegt vielleicht am besten die Äußerung eines berühmten New Yorker Psychoanalytikers, ich zitiere. Viele Manager und beruflich Selbstständige können ohne ihr soziales und finanzielles Engagement in Welfare-Organisationen die Kälte des Berufslebens nicht mehr ertragen. Das soziale Elend ist geradezu notwendig, um dort durch Wohltätigkeit Schuldgefühle abzubauen und der Freizeitdepression und Drogen- und Therapieabhängigkeit besser verdienender vorzubeugen. Das ist doch eine eindrucksvolle Symbiose, meine Damen und Herren. In unserem Land, in Deutschland, ist es in der Wiederaufbauphase nach dem Krieg zur Errichtung eines so umfassenden öffentlichen Sozialnetzes gekommen,
dass ein Verfall des Wohltätigkeitsstrebens in bürgerlichen Kreisen die Folge war. Und der kleine Mann auf der Straße gewöhnte sich daran, soziale Leistungen als ein forderbares Bürgerrecht anzusehen. Erst jetzt dringt wieder ins Bewusstsein aller, und unser Abend leistet in diesem Sinne einen wichtigen Dienst, dass bestimmte soziale Leistungen eine Gabe sind, die erst dann gewährt werden kann, wenn bestimmte Spielregeln wie steuerliche Entlassung Besserverdienender und Verzicht auf ihre Diffamierung auch eingehalten werden. Dieses neue gesellschaftliche Verständnis wird auch uns hier Versammelte mit dem Obolus von 150 Mark Eintritt aus der Anonymität namenloser Steuerzahler herausführen und uns zu in der Lokalpresse gefeierten Wohltätern unserer Gesellschaft machen. Und wir können dadurch nicht nur unsere gesellschaftliche und politische Position festigen, sondern wir steigern auch unser persönliches Selbstwertgefühl. Zusammenfassend sollten wir in diesem gelungenen Abend also eine Gelegenheit sehen, den Wirkmechanismus eines modernen Staates zu demonstrieren. Das Nehmen und Geben der bürgerlichen Führungsschichten. Oder wie der von uns allseits verehrte Kutucholsky sagt, wir nehmen die Mark, aber wir geben den Pfennig. So löst sich der scheinbare Widerspruch dieses Abends, liebe Festgäste. Und wenn sich Ihnen nun dort unten das Buffet eröffnet, denken Sie bitte daran. Mousse au Chocolat, das ist etwas Feines. Aber was Sie heute Abend erhalten, das ist mehr. Humanismus au Chocolat. Wohltat mit Geschmack. Guten Appetit.